Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Mein Name ist Antonia Langsdorf. Ich führe euch jetzt durch die Konstellationen. Und die machen euch äußerst verführerisch und bezaubernd. Aber passt dabei auf euer Herz auf. Und ihr dürft auch nicht mit den Gefühlen anderer spielen, denn das kann bei diesen Konstellationen leicht passieren. Egal was passiert, lasst euch Zeit und trefft keine überstürzten Entscheidungen. Ja, und wenn das Fragen aufwirft, dann ist es sicherlich eine gute Idee, wenn ihr an der Verlosung zu einer Beratung teilnehmt. Mehr dazu am Ende des Videos. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund an. Weiterhin natürlich ganz wichtig für euch, Herrscherplanet Neptun steht in eurem ersten Haus und macht euch bezaubernd, verspielt, verführerisch, leicht verliebt, fantasievoll. Eben alles das, was die Fischegeborenen sowieso so süß und charmant macht, wird eben durch den Neptun verstärkt. Und der steht jetzt mitten im Zeichen Fische, also wirklich jetzt auf 13 Grad, also strahlt die ganze zweite Dekade an. Und besonders spüren das in diesem Monat die Geburtstage vom 2. bis 6. März. Allerdings habt ihr dann auch dieses Halbquadrat zu Uranus. Das habe ich ja in der kosmischen Schwingung genau besprochen, was es damit auf sich hat. Es bedeutet einfach, dass man mit Leuten zu tun bekommt, bei denen man nicht so recht weiß, woran man ist, oder die auch vielleicht nicht wissen, woran sie mit euch sind. Das kann auch ein bisschen von euch ausgehen, gerade mit dem Neptun seid ihr sehr schillernd. Und wisst vielleicht auch selber manchmal noch nicht so recht, wo ihr hin wollt und wie eure Situation sich darstellt. Das kann alles Thema werden, und zwar ganz besonders beim Internet-Dating, weil Uranus halt damit zu tun hat und der steht für Technik und Internet. Also wenn ihr im Internet oder über eine App jemand Neues kennenlernt, dann müsst ihr euch damit auf jeden Fall viel Zeit lassen. Dann haben wir noch Pluto im Zeichen Steinbock, der ebenfalls in einem günstigen Aspekt zu den Fischen steht. Und das ist ja so der Transformationsplanet, und der kann zum Beispiel interessante Freunde mit sich bringen, Freunde mit Einfluss, die auf euren Leben auch einen großen Einfluss haben, die verändert wirken, oder als Aspekt selber bedeutet es einfach auch, dass ihr euch entwickelt und verändert und vor allen Dingen, dass ihr mehr Ecken und Kanten entwickelt und es euch auch besser gelingt, euch abzugrenzen. Und das lernen jetzt besonders diejenigen, die zwischen dem 6. und 10. März Geburtstag haben. Dann, ach so, ja, für die ist noch zu beachten, dass wir diesen Monat ja auch ein Jupiter-Pluto-Quadrat haben. Und das ist ja der Geld- und Schuldenaspekt. Also auch für euch gilt, dass ihr darauf achten müsst, dass ihr nicht Geld des Partners ausgebt, ohne es mit ihm zu besprechen, oder dass ihr euch vielleicht irgendwie in Schulden stürzt, um jemanden zu beeindrucken. Oder weil es bei euch auch mit den Freundschaften zu tun hat, kann es auch sein, dass euch Freunde bitten, ihnen Geld zu leihen. Oder geht ja auch in ins Haus der festen Partnerschaften. Kann auch sein, dass der feste Partner einen Freund hat, dem er Geld leiht, und das ist euch nicht recht. Ne? Das sind alles so Themen, die davon angesprochen sein könnten. Und das gilt jetzt bis zum 20. August. Ne? Müsst ihr ein bisschen drauf achten. Dann für euch sehr wichtig, Saturn und Lilith bilden diesen Monat eine Konjunktion. Die laufen zusammen und die stehen ja beide in einer Spannung zur Fischesonne. Saturn habe ich schon oft beschrieben, kann also eine Cheffigur sein, die Schwierigkeiten macht, die sehr anstrengend ist. Und mit Lilith dabei kann eben auch eine weibliche Cheffigur sein oder eine Situation, die durch ein weibliches Vorstandsmitglied ausgelöst wird. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Als Aspekt jetzt auf eure Persönlichkeit kann es bedeuten, dass verdrängte Anteile in euch jetzt irgendwie lebendig werden und zum Ausdruck drängen, aber dass das ein bisschen unangenehm ist, weil man eben so Erkenntnisse auch damit hat, wo man sich vielleicht lange um bestimmte innere Anteile nicht gekümmert hat, und, ne, und das tut einem dann leid. Also solche Erkenntnisse sind möglich, und Quadrat Saturn, das sind ja dann auch Phasen im Leben, wo man an sich zweifelt oder wo man nochmal zurückschaut und überlegt, habe ich das richtig gemacht? Aber es ist halt auch ein sehr starkes Kreativpotenzial, was da beschrieben wird. Das ist ja beides bei euch im 10. Haus, das ist auch die Berufung. Es kann eben auch sein, dass ihr jetzt ganz kreativ eurer Berufung folgen wollt und was manifestieren wollt und dafür eben dann auch Freiraum oder Rückhalt braucht. Und darum kann es auch Konflikte geben. Also es ist kein ganz einfacher Aspekt, aber man kann was damit machen. Vor allem eben für alle Fischegeborenen, die kreativ tätig sind oder die vielleicht jetzt entdecken,
dass sie nochmal einer anderen Berufung folgen wollen. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 7. bis 15. März Geburtstag haben. Soweit also die langfristigen Tendenzen. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen vom August an mit euren Top-Tagen. Und wir starten in den August mit der Sonne und dem Mars im Löwen. Und beide stehen für euch im 6. Haus des Berufs. Also wenn ihr jetzt gerade nicht Urlaub habt, dann habt ihr beruflich wahrscheinlich viel Schwung, vielleicht auch ein bisschen Stress mit dem Mars, aber ist halt auch in positiver Hinsicht viel los. Und manche Fische haben dadurch vielleicht auch Lust, so ihren Alltag neu zu gestalten. Wenn ihr jetzt nicht arbeitet, aber auch nicht weg seid, dann bekommt ihr vielleicht Lust, was umzuräumen oder was in eurer täglichen Routine umzustellen. Das wäre also so eine Mars dann in dieser Position. Dann haben wir den Merkur, der steht in der Jungfrau und damit in eurem Partnerhaus, bringt viele Gespräche, viele Begegnungen, nette Leute, mit denen man zu tun bekommt. Ab dem 13. wird es ein bisschen schwierig, weil er dann rückläufig wird. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und ganz wichtig für euch, die Venus, die steht im Krebs, in eurem 5. Haus der Lebensfreude und der Sexualität und bildet einen sehr schönen Aspekt auf die Fischesonne. Und das bis zum 26. August. Ist also eine sehr schöne Zeit für Liebe, Affären und eben auch Verführung. Aber weil die Venus halt auch schwierige Aspekte bekommt, eben auch mit ein bisschen Liebeschaos dabei. Trotzdem ist es erstmal ein super Aspekt und den bekommt jetzt erstmal die erste Dekade Fische, und solange die Venus in der ersten Dekade steht, bekommt sie auch keine schwierigen Aspekte. Das heißt also, das könnt ihr dann schon so richtig genießen, denn alle schwierigen Planeten stehen entweder in der zweiten oder in der dritten Dekade. Genau, damit startet ihr also in den Monat und dann das nächste Großereignis ist dann schon gleich am 7. August der Vollmond. Er erscheint als partielle Mondfinsternis und bei euch auf der Heilerachse. Ja? Das ist das 12. Haus und das 6. Haus. Und das ist ja auch ein Thema für viele Fischegeborene. Viele sind spirituell unterwegs, heilen gerne, helfen gerne. Und dieses Thema wird jetzt vom Vollmond beleuchtet. Aber weil eben der Mars dabei steht, kann es emotionale Auseinandersetzungen geben, darum vielleicht in der Partnerschaft, darum um eure spirituellen Themen, wie viel Rückzug ihr bekommt, ne, wie viel ihr euch eurer Heilung widmen könnt und wollt und ob das dem Partner recht ist. Solche Sachen sind denkbar. Ne? Vielleicht auch, dass ihr euch unverstanden fühlt. Und deswegen würde ich um den Vollmond rum da gar nicht groß diskutieren, sondern wenn es was zu besprechen gibt, lieber noch ein bisschen abwarten. Also das ist keine gute Zeit, weil da eben der Mars dabei ist und der bewirkt dann, dass es dann leicht zu Krach kommt. Und das wäre ja schade. Aber am 9. habt ihr schon gleich einen Top-Tag. Der ist wunderschön für die Liebe, für Tantra-Sex, zum Flirten und für Liebesgeflüster. Und der ist auch gut für Festliierte, weil nämlich der Jupiter hier im Haus der festen Beziehungen einen schönen Aspekt zur Venus bildet. Wo ist sie hier? Bildet einen schönen Aspekt zur Sonne, Entschuldigung, die bei euch im 6. Haus steht. Das würde heißen gelungene Beziehungsarbeit. Und sowieso top für euch ist eben hier, dass die Venus, die im 5. Haus steht, mit Merkur, Liebesgeflüster, ne, und Romantik. Das ist sowieso alles top und das ist auch Teil der super heißen Flirtphase. Die geht vom 9. bis 12. August und ich denke, da werdet ihr viel Spaß haben. Am 12., oder war das jetzt am 9.? Moment, ja, am 9. geht dann die Venus hier auch in die zweite Dekade. Ja? Also ab dem 9. beglückt sie die Fische der zweiten Dekade mit diesem schönen Trigon. Und gleichzeitig eben auch noch im Trigon zu Romantikplanet Neptun. Alles ganz wunderbar. Das wird euch gefallen. Genau, diese schöne Phase geht dann eben bis zum 12. Und am 13. wird dann der Merkur rückläufig. Und das bei euch im Partnerhaus. Und da steht er genau gegenüber von Neptun. Also das ist schon ein bisschen verwirrend. Fallt da bloß nicht auf Liebesschmeicheleien herein. Ja? Das ist auch überhaupt eine Zeit, wenn der dann rückläufig wird, der Merkur, in die nächsten 3 Wochen. Da kann es also wirklich zu verwirrenden Umständen, zu Missverständnissen, gerade auch mit Leuten, die man neu kennengelernt hat, kommen. Oder dass man sich irgendwie beim Dating verpasst, die Termine verpasst. Solche Sachen, da ist dann ganz wichtig, dass man das nicht persönlich nimmt oder auch dem anderen nicht übel nimmt, sondern einfach weiß, ja okay, wir haben jetzt rückläufigen Merkur und da manchmal hat man einfach nicht alle Informationen, die man braucht bis zum 5. September. Vielleicht auch möglichst keine Verträge abschließen, wenn ihr das hinkriegt.
Ja, dann beginnt am 13. die Herzschmerzphase, die ich ja schon erwähnt hatte. Die geht vom 13. bis zum 18. Und das ist auch die Herzensbrecherphase. Da haben wir schwierige Aspekte mit der Venus. Und die steht ja eigentlich zu euch in einem guten Aspekt. Und das Ganze ist jetzt auf der Achse der Freundschaften. Ja? Also da würde ich euch raten, Vorsicht mit so Friends with Benefits Arrangement. Die könnten nach hinten losgehen. Also, ne, weil hier sind die Freunde und das ist ein schwieriger Aspekt hier mit der Liebe. Also wenn ihr da sowas vorhabt, ist das in dieser Zeit sehr, sehr heikel, weil sich eben rausstellen kann, dass einer mehr Gefühle hat oder dass euch dabei plötzlich das Herz bricht und so. Also wartet da vielleicht vorsichtshalber nochmal ab, wenn ihr da irgendwas Neues anfangt in der Zeit. Und ihr könnt euch in der Zeit auch megamäßig verlieben, aber auch da gilt die 90-Tage-Regel. 3 Monate abwarten, dann erst anfangen, die Sache ernst zu nehmen und sich tiefer einzulassen, auch wenn es noch so romantisch aussieht. Trotzdem habt ihr in dieser Phase aber auch einen Top-Tag. Wenn es gut läuft, dann kann das ein echtes Highlight für euch werden, weil ihr dann nämlich im richtigen Moment das Richtige gesagt habt, um den Menschen eures Begehrens komplett zu verzaubern. Also das kann ein richtiges Highlight für euch sein, dieser Tag. Aber trotzdem müsst ihr euch weiterhin vorsichtig verhalten und euer Herz bitte nicht sofort herschenken. Am 18. August geht dann das Trigon zur Venus für euch in die dritte Dekade und beglückt dann die Geborenen der dritten Dekade. Und am Samstag, den 19. August ab 20 Uhr bis Sonntag, den 20. ist dann das Partywochenende mit Mond im Löwen. Da stehen hier alle Planeten im Löwen zusammen. Das Ganze für euch im 6. Haus. Also vielleicht lernt ihr da Leute kennen oder trefft Leute, die ihr auch beruflich kennt. Und irgendeine Party kann sich dann für euch als beruflich auch günstig erweisen. Sowas könnte es sein. Aber sonst ist es einfach ein Wochenende mit guter Stimmung. Und wenn ihr da eine Einladung habt, dann solltet ihr da auch hingehen. Ja, und dann haben wir am Montag, den 21. eben die Sonnenfinsternis um 20.25 Uhr und das ist dann gleichzeitig auch der Neumond im Löwen. Und der findet jetzt auch bei euch im 6. Haus statt, im 6. Sonnenhaus zumindest. Und wenn wir an unsere Stichworte denken, Kreativität, Exzellenz und Manifestation, dann könnte das für euch bedeuten, dass ihr jetzt Ideen entwickelt, wie ihr euren Alltag so verändern könnt, dass es euch gesund und glücklich macht. Oder auch Ideen, wie ihr zu Heilung finden könnt. Das wären solche Themen. Und die ersten Ergebnisse können sich dann zu Vollmond am 6. September zeigen. Dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden, Dienstag, der 22. Da ist Heilung in der Liebe möglich. Da haben wir Venus, Chiron und mit eurem Gespür könnt ihr Missverständnisse dann aufklären. Am 23. August, auch spannend für euch, da geht die Sonne früh morgens in euer Partnerhaus und die nächsten 4 Wochen lenkt sie dann Energie in eure Begegnungen. Das ist sehr schön für euch, aber wie gesagt, bis zum 5. September ist der Merkur dabei noch rückläufig, können also immer mal wieder Missverständnisse auftreten. Am 24. August haben wir nochmal diesen schwierigen Aspekt mit der Venus, ne? Die dann ein Quadrat zu Uranus bildet. Das ist so ein trennender Aspekt, also Vorsicht vielleicht vor einem Fehltritt im Büro oder von einer Sache, wo man dann eben was Falsches gesagt hat und so. Also in den Tagen würde ich den Ball flach halten. Okay, ja, und dann haben wir am Samstag nochmal einen Top-Tag für euch. Im 7. Haus, im Partnerhaus hier in Verbindung mit dem Mond, das ist da sehr schön betont. Eine schöne Energie für eine Begegnung und obwohl der Merkur da rückläufig ist, denke ich, habt ihr einfach die Intuition trotzdem zu verstehen, worum es geht. Und am 31. geht dann schließlich der Merkur sogar zurück in den Löwen und das waren dann die wichtigen Konstellationen im August. Wenn ihr eine Beratung brauchen solltet, meldet euch bei mir über meine Webseite, versteckt sich hinter dem kleinen i hier im Bild. Und da findet ihr alles, was ihr braucht und könnt ihr eine Beratung auch direkt buchen. Oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da beantworte ich für jeden Teilnehmer eine Frage zum Horoskop. Und auch das könnt ihr buchen über meine Homepage. Da stehen alle Informationen. Oder ihr gewinnt bei der Verlosung. 15 Minuten Beratung verlose ich wieder. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann postet mir doch bitte einen netten Kommentar. Bisschen inhaltlich auch gerne, dass ihr mir schreibt, was ihr an meinen Videos mögt, was ihr damit anfangen könnt oder vielleicht auch, wo ich noch was verbessern kann. Und
abonniert meinen Kanal und dann seid ihr dabei. Und dann noch ein Tipp zum Mondknoten. Falls noch nicht geschehen, schaut euch ruhig nochmal das Video Folge deinem Herzen an. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.